Hallihallo und willkommen. Hier ist der Kurumo und wir sind in Necro. Das ist ein Spiel, was vor gar nicht so langer Zeit gekickstartet wurde. Und wir sind in einem Beta-Release, das sieht man da unten. Und mein Gott, das Ding wird auch noch entwickelt. Was soll's? Es ist vor kurzem gegreenlightet bei Steam und war in einem Bundle drin. Da habe ich es mir geholt, weil es sieht verdammt lustig aus. Leider kann ich es nicht auf den höchsten Einstellungen spielen, aber egal. Was erwähne ich jetzt so noch vornherein? Nichts. Ich habe kurz mal reingeschaut, das sieht man da, aber ich fange jetzt einfach mal einen neuen Slot an und das restliche Geblubber folgt dann, wenn ich Zeit habe. Oder so. Gut. Loading. 14th day of Jinda, of the year 499 in the common reckoning. Begin my journal. My trial is over. The sentence has come down and my execution is imminent. But what kills you only makes you stronger. Abandoned by my god, Catheras, I must accept he is dead. And go now into the service of another. A sinister god. A great evil. No matter now. I only seek revenge. Clear. Take me into your fold. My soul is yours to damn. Ja, es gibt Sprachausgabe. Welcome to Necro. These next few screens will allow you to upgrade your necromancer and summons. On this screen, you can pick which necro specialization you wish to use. Your choice will last for the duration of this campaign, so choose wisely. Genau, was ich sagen wollte, es hat eine sehr interessante Erzählerstimme, also die lässt schon erahnen, in welche Richtung das geht. Wir dienen einem dunklen Gott, weil unser Gott ist irgendwie tot. Hier sieht man leider auch schon, es ist noch nicht ganz fertig. Outcast. Da fehlen leider zwei. Gut. In meinem Probespiel habe ich den Alchemist genommen. Der ist relativ leicht, weil er heilt. Und ihm fehlt es halt am Schaden, aber er kann halt, weiß nicht, seine Viecher quasi unsterblich machen und durch den Dash. Also die haben ja nur Spezialfähigkeiten und er hat hier halt Dash. Er teleportiert sich. Geniale Sache. Feuert Bloodbeam, auch sehr interessant, aber ich glaube, wir nehmen mal einen von denen. Hat Hitting a Skull Grenade with a Sack. Ist es ein Nahkämpfer oder was? Einer von denen war noch ein Nahkämpfer. Ja, das. Nee, Nahkampf habe ich keinen Bock. Also nehmen wir den Creamkeeper. Gut. This is your summon screen. Here you can unlock new summons or upgrade your current ones. Go ahead and assign an upgrade to your Scourge Summon. Gut. Das ist das, was gemeint ist. Der Scourge Summon, das sind so kleine, schlangenartige Dämonen, die man... Ja gut. Doch, ja. Coiling, Demonic, Snacks. Und jetzt kann ich hier aussuchen, was sie denn noch haben sollen. Da sie sich schneller wieder aufladen, also ich sie häufiger verwenden kann. Dass sie einfach mehr Schaden machen. Oder dass ich mehr von denen habe. Ich denke, ich nehme einfach mehr von denen, weil ich das letzte Mal auch gemacht habe und eigentlich erscheint das im Final Screen. You can review your equipped power set, trinkets and summons, as well as read the briefing for the level you are about to enter. Make sure you've spent all your powers and sins, so you're as strong as possible. When you're ready, hit the start button to begin. Meine Fresse, die Stimme ist so geil. Wo war ich stehen geblieben? Ja, ich fand das eigentlich ganz praktisch. Hier steht nochmal geschrieben, wir sind Region 1, Farming Shire Farms, und wenn wir es schaffen, kriegen wir 5 Sünden. Sünden sind hier die Währung, um das hier zu verbessern. Ich bräuchte jetzt quasi 3 Sünden, um die Viecher nochmal zu verbessern. Und lange Rede, kurzer Sinn. Wer den Text lesen kann, der kann es gerne tun. Das ist mir jetzt zu anstrengend. Ich bin... Die Aufnahme läuft schon 4 Minuten und noch nicht gespielt. You have chosen to slay the king of the land of Iclea, the lord of chaos. Make your foes bow to your will and crush them with your unholy might. Ja, nochmal.
Nur mal einen kleinen Einführungstext, mal gucken. Aha. Okay. Ist das eine Melee-Attacke und da kann ich Granaten werfen? Target an enemy by hovering over them with your mouse. Use your main attack or scourge to deal damage. Ja. Die Scourge sieht man da mich rumfliegen und ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, ich kann das Spiel leider nur aufnehmen auf der niedrigsten Grafikeinstellung, was ja schade ist. Also stellt euch einfach mal vor, das noch schöner, das ist ungefähr dann die richtige Grafik. Was ist das denn? Das hätte ich vorher testen sollen. Ist das hier so, wenn ich einen Scourge verwende? Alter Schwede. Gut, kein Scourge, da geht mir die Framerate flöten, das ist zum Kotzen. Jetzt geht's, also die explodieren. Und ich find's ganz lustig. Hopp. Ah, wenn ich Gegner treffe. Ah, wow. Hopp. Dann halt so. Bam. Hopp. Es ist, ich weiß nicht, wie sinnvoll es ist, alles zu töten, aber wenn man es kann, tut man es halt. Bam. Having the right perspective on battle is crucial. Ja, ich kann Kamera hin und her drehen, das ist alles kein Problem. So, mal gucken. Ah, das ist also mein Dash. You can dash to avoid damage. Und hier kommt der erste harte Gegner, eine verdammte motherfucking Kuh. Ah ja, das Spiel ist vielleicht dezent blutig. Vielleicht. Dezent. Aber halt in dieser Comic-Grafik sieht es eher lächerlich aus. Also nicht übertrieben, finde ich. Hopp. Ja, hier unten sieht man das jetzt mal, wenn ich etwas fresse, sich das um 1 und 2 sogar erhöht. Okay. Das ist später wichtig, gerade kann ich damit nichts anfassen. Ja, ich weiß, was ich kann. Ah, da steht's nochmal. Wenn ich sie quasi mit der Attacke kille, kann ich mich dran heilen und ich krieg Blut. Und hier ist sein Pilz. Muhaha, stirb Pilz. Weiß nicht, was es bringt, die Pilze zu töten. Ist mir aber irgendwann mal aufgefallen. Oh, coole Sache. Und... ja, die reden auch ein bisschen vor sich hin. Hopp. Auch wenn sie sterben. Ich verstehe nicht genau, was sie sagen. Die Musik ist sehr laut. Wobei ich sie nicht extrem laut finde, so eigentlich ist es jetzt in Ordnung. Your two main attacks can be combined for greater effect. Try throwing a skull on the ground and hitting it with your skull bag for a power shot. Ja, das ist das, was ich hier schon ein paar Mal gemacht habe. Bam! Aber ehrlich gesagt, das ist nicht so geil wie von dem Heiler. Ich kann den Heiler mal später vielleicht zeigen. Erstmal genießen wir hier die ziemlich gute Musik und bam! Stirb! Dab, 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 dab. Bam! Da, da ist ein Pilz. Using your scourge attack is very powerful, but deals critical damage. Ja. Sie verwandeln sich nicht in Korps, sondern sie ist das Blättern einfach. Oh. Und wieder einer Matsch. Oh, wir haben da was übersehen. Auf der Kundikarte sieht man. Punkt, das ist was von Pilz. Hopp. Der wird mir halt als auf der Karte als Gegner angezeigt. Die Fässer kann man, glaube ich, nicht zerstören. Das ist auch ziemlich schwierig. Bam. Um das mal auf gut Deutsch zu sagen. Hier noch ein paar Schweine killen. Ah, ich habe keine Scourges mehr. Und... also, er spielt sich sehr interessant, muss ich sagen. Der kleine Grenadier. Boah, diese Schweine.
Es hat von der Art, und weiß von Spielen hat mich das Moment. Ja, ein bisschen an Little King Story, so vom grafiktechnischen Niedlichkeitsfaktor. Aber es ist merklich blutiger. Oh ja, jetzt krieg ich's langsam raus. Aha, mit meiner Power Attack kommt auch keine Leiche bei rum. Oder ist es vollkommen egal? Hopp. Ja, der Vorteil ist, ich kann das halt. Was zum Teufel? Ach ja, das war etwas, was ich aufgesammelt habe. Ein Item. Das kam jetzt sehr überraschend. Da sieht man, dass hier noch Blut rumfliegt. Hopp. Meins. Und da habe ich mal Schaden eingesteckt. Weil ich gucken wollte, wie effektiv es ist, mit dem Knochensack zu schlagen. Ich weiß nicht, hat das noch mehr Music Tracks? Ich meine, ich mag diesen Track, aber ein bisschen. Hopp, bam, bam. Und du bist der Letzte. Und da haben wir eine Sünde. Tada, Collected Sin. Aber ich gehe erst, wenn der Pilster tot ist. Bam. Und weg ist er. Victory. Ja, war simpel das erste Level. Nicht wirklich anstrengend. Da steht's nochmal. 32 Sachen habe ich gekillt, hab ein Trinket gekillt. Das werden wir uns gleich anschauen. Jetzt erstmal.